Diese Rechnung führt zu einer dieser fünf Antworten. Welche? Wir arbeiten von innen nach außen. Die Quadratwurzel von 1, das macht 1. 1 mal 2 ist 2 und 2 plus 2, das macht 4. Die Quadratwurzel von 4, das ist 2. 2 mal 3 macht 6. 6 plus 3 macht 9. Die Quadratwurzel von 9, das ist 3. 3 mal 4 macht 12. 12 plus 4 macht 16. Also müssen wir nur noch die Quadratwurzel von 16 berechnen. Und das ist die 4. Demzufolge ist Antwort D die richtige.